Menschen wie Antonio sorgen dafür, dass Touristen ihren Urlaub in der Region unbeschwert genießen können. Es gibt aber auch diejenigen, von deren Arbeit man so selbst nichts mitbekommt. Die Wasserschutzpolizei steht rund um die Uhr das ganze Jahr bereit. Sie helfen bei Schiffsunfällen, stellen Fischerei- und Zollverstöße fest oder verfolgen Umweltverschmutzungen. Wie der Alltag von Wasserschutzpolizisten aussieht, hat Elisa von Hof herausgefunden. Sie hat zwei von ihnen bei ihrer Arbeit begleitet. Für die Wasserschutzpolizei in Stralsund beginnt der Tag um 6 Uhr morgens. Kommissar Jörg von Malten und Polizeihauptmeister Jan Schmidt haben eine 12-Stunden-Schicht vor sich. Die Kollegen machen sich für ihre Streife bereit. 34 Mitarbeiter hat die Wasserschutzpolizei. Von Malten ist seit 12 Jahren an Bord. Sein Revier ist nicht auf hoher See, sondern auf den inneren Boddengewässern. Das ist ja so, wenn man es auf den Punkt bringt. Ne? Wir arbeiten da, wo andere Urlaub machen. Der Unterschied der Wasserschutzpolizei zur Schutzpolizei ist eben auch der, wir müssen uns unsere Arbeit organisieren. Also wir haben in einer gewissen Weise auch ein freies Arbeiten. Wir haben jetzt nicht diese Einsatzhäufigkeit, dass wir irgendwo hingeschickt werden. 5000 Sportboote und Passagierschiffe haben ihren Heimathafen in dem Gebiet von Riebnitz-Dammgarten bis Hiddensee. Und immer mehr Häfen werden ausgebaut. Heute auf dem Plan der Kollegen eine Fährkontrolle. Die Polizisten überprüfen Schiffsdokumente und zählen Schwimmwesten und Rettungsboote. Auch der Maschinenraum wird genau unter die Lupe genommen. Bei Fehlern drohen ernsthafte Konsequenzen. Also hätten wir zum Beispiel festgestellt, es wäre nicht die Anzahl an Rettungsmitteln für die Fahrgäste da gewesen, wäre das Schiff nicht mehr weitergefahren, die vorgeschriebene Besatzung wäre nicht an Bord gewesen, wäre das Schiff nicht mehr weitergefahren. Das Attest ungültig nicht vorhanden oder für dieses Fahrgebiet oder für diese Fährstrecke nicht gültig, wäre auch Schluss gewesen. Schluss ist aber nicht für die Streife. Die Wasserschutzpolizei aus Stralsund. Ja, ja. Könnten Sie den Anker aufnehmen und längsseits zur Kontrolle kommen? Das Überprüfen von Sport- und Angelbooten zählt zu den Hauptaufgaben der Polizisten. Von Malten, Wasserschutzpolizei Stralsund. Ich hätte gerne die Fischereipapiere gesehen. Danke. Stellen die Polizisten fehlende Dokumente, Geschwindigkeitsüberschreitungen oder mangelhafte Sicherheitsausrüstungen fest, drohen Ordnungsgelder. Wir würden gerne auch die Ausrüstung des Bootes kontrollieren. Ja. Wir hätten gern gesehen, für jede Person eine Rettungsweste. Auch die Kontrolle von Umweltvorschriften und Fischereiregeln obliegt den Polizisten. Die Männer an Bord nehmen die Kontrolle gelassen. Ja, ist okay. Die Lampe? Okay. Ja, das wär's, ne? Mir fällt Moni ein. Gut, das wär's schon. Haben wir es geschafft. Ja, dann Petri Heil. Ja, manche Bootsführer auf dem Bodden sind aber zu entspannt. Das Revier wird unterschätzt. Also sie kommen zum Angeln und sind sich nicht bewusst, auf was sie sich hier einlassen. Es ist eben, es war noch nicht die Ostsee, aber es ist auch kein Binnengewässer. 12 Stunden auf dem Bodden. Die Schicht der beiden Polizisten geht zu Ende. Nach, sagen wir jetzt 20 Jahren Polizei, bin ich auch ganz froh, wenn ich abends einfach mal abschalte und an gar nichts mehr denke. Das muss man auch, finde ich, als Polizist irgendwie schaffen, den Schalter auszumachen und dann auch wieder runterzukommen. 867 Gesetzesverstöße gab es im letzten Jahr. Für heute ist aber erstmal Feierabend. Morgen sorgen die beiden wieder für Sicherheit auf dem Bodden.